Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Mario meldet sich zurück. Und zwar heute in der Seifenblasenform. Hatten wir noch nicht gesehen. Deswegen nehmen wir ihn heute mal. Also wir haben Mario schon gesehen, aber nicht in dieser Form. Bin mal gespannt, wie er sich so schlägt. Ist jetzt lange her, dass er dran war. Es geht jetzt ins Wölkchengebirge. Der nächsten Welt. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Okay, 14 Wundersamen. Und zwar türkise oder ja, grünliche brauchen wir. Und schaut euch das mal an. Es fängt an mit Eis und geht dann auf Wolken über. Diese neuen Welten sind wirklich unglaublich gut. Weil sie einfach so vielfältig sind. Es sind nicht einfach nur ein Thema, es sind mehrere Themen. Und es sieht alles auch noch aus wie Kirschblüten. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Ah, das hier wird keine einfache Reise für mich. Man wird doch so schnell kalt. Naja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du L drückst. So, jetzt aber los. Ja, okay, Oliver wollte ich sagen, hä? Florian. Schauen wir uns hier um. Und zwar erstmal Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Ja, es ist so kalt. Hallo, Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis an schwindelerregende Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön, der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum, also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt, bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen, bitte, bitte. Nicht mit uns, natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Jr., der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir hoch bis zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück und den Königssamen auch. Unser erster Wölkchengebirge-Wundersamen. So, wir können auch hier mehr Spieler nehmen oder online spielen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen weitermachen und zwar Rutschpartie im Platzdatal. Ja, dann schauen wir uns da mal um. Schwierigkeit 3 sollten wir schaffen. Ich könnte das Abzeichen noch wechseln. Na, weiß ich nicht. Also laufen kommt mir hier nicht so schlau vor. Oh Gott, oh Gott. Haha. So, da oben ist doch was, oder? Ja, safe ist da was. Boah, ist das rutschig. Igitt, igitt. Okay, da war was, aber es war jetzt auch nicht so krass. Ups. Okay, also Feuerblume. Schade. Seifenblasen-Mario hatte nur einen kurzen Auftritt, aber ist in Ordnung. Ich kann nicht mal die Eisblöcke kaputt machen. Warum kriege ich denn überhaupt eine Feuerblume? So. Ah ja. Irgendwie geht es dann doch. Heads up. Wahnsinnigen. Ah doch, das geht. Also, die Feuerblume macht auch ein bisschen Schaden. Nicht sehr viel, aber ein bisschen schon. Gut, dann nehmen wir mal den Koopa hier. Und nutzen den. Das war jetzt nicht so krass. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Aber da ist nichts. Oh mein Gott. Ja, das war gefährlich. Oh mein Gott, das ist alles sehr gefährlich. Schnell weg hier. Ich sollte eigentlich sicher sein, oder? Ja, okay. Nochmal, okay. Nimm das mal als Hinweis, aber ich weiß nicht genau. Ne, Hinweis ist es nicht. Ja, komisch, wie komme ich denn da hinten hin? Also es muss irgendwo hier ein Loch geben, wo ich reingehen kann. Oder, ja doch, es war eher ein Loch, ne? Beep!
Ja, okay. Wäre ich jetzt gestorben, hätte ich mich natürlich sehr aufgeregt, aber es war ja schon sehr offensichtlich, dass man da jetzt rein sollte in dieses Loch. Cool. Juhu. Du schaffst das. Ja, okay. Dann machen wir das mal so. Klappt ganz gut. Oh, es geht noch weiter. Es läuft immer gut, bis es nicht mehr gut läuft. Du schaffst das. Na, wir nehmen den nächsten. Ich habe jetzt mal mein Power-Up rausgeholt, weil wenn ich gleich einen Block aktiviere, dann kriege ich da zumindest mal nicht nur einen Pilz raus, sondern eine Feuerblume. Genau. Und dann kann die Seifenblasenblume wieder ins Inventar und alles passt. Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Mal von der anderen Seite. Eigentlich erwartbar einfach. Nevermind. Und dann kriege ich da nicht mal wirklich was für. Sonst irgendwas? Nein. Okay. Hier ist die Wunderblume, perfekt. Aber was passiert jetzt? Alles klar. Oh Mann, ey. Oh, hier ist schon das Ziel? Okay. Nicht mehr. Es irritiert mich immer, wenn die nichts sagen. Die Blumen. So wie gerade. Kann sein, dass das jetzt ein Secret Exit ist, weil das eine Ziel haben wir ja schon gesehen und nicht genommen. Ich finde aber auch nur eine Blumenmünze, deswegen, also kein. Wobei, hier ist das Ziel. Ne, ich habe alle Blumenmünzen. Achso, ja, dann ist ja. Ist ja okay. Hm, das ist ein Secret Exit, okay. Ja, da komme ich aber hin. Juhu. Ja, cool. Also, Secret Exit. Dann wissen wir auch, wo der normale Exit ist. Einfach ohne Wunderblume. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen billig. Aber okay. Okay. Dann wechsle ich mal eben zu. Danke zu Daisy. Weil ich sie auch jetzt in meinen Seifenblasenform sehen möchte. Ah, weiß ja nicht. Also es sieht schon irgendwie nett aus, das Lila und das, ja, eigentlich Gelb, nur nicht Orange. Aber es sieht auch irgendwie ein bisschen seltsam aus. Das hier finde ich dagegen sehr, sehr schön. Die Feuerform. Oh, schaut mal da oben. Naja, so krass war es jetzt auch nicht. Ja, ich werde das Level mal eben bis zur Wunderblume machen und dann die Wunderblume nicht einsammeln. So, hier wäre die Wunderblume gewesen, aber wir gehen einfach weiter. Achso, nee. So, ist besser. Muss ich weniger laufen. Und dann hat auch Daisy dieses Level abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Also die Häuser der Poplins, die haben jetzt schon die Farbe der Wundersamen, aber die Poplins selber nicht. Und eigentlich wäre das jetzt kein großer Aufwand gewesen, das auch zu ändern. Finde ich ein bisschen schade. Aber naja. Das Platzertal hätten wir damit abgeschlossen. Zwei Secret Exit wird es ja nicht geben. Genau. Perfekt. Gehen wir erstmal hier hin.
Was ist das jetzt überhaupt? Platzterschütze, okay. Muss ich ausweichen, oder was? Ah! Ne, die will ich nicht. Ich meine, in dem letzten wird einfach ein Wundersamen, sondern das Level abgeschlossen, right? Na, da ist jetzt nichts drin. Oder soll ich ihn töten? Ist das eine Arena? Nee, ist keine Arena. Naja, das ist eine Verschnaufpause und da ist jetzt der Wundersamen. Okay, gut gemacht, Daisy. Dann darf jetzt noch Luigi dran. Ist das frustrierend. Das hat dieser Unruhestifter angerichtet. Und dabei wollte ich noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis nach ganz oben und jetzt kann da nicht mal jemand was unternehmen. Wir könnten... Wir gehen jetzt erstmal hier hin. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Schwierigkeit 1. Naja, Luigi, du bist ja der Depp, deswegen ist das Level für dich. Es tut mir ein bisschen leid, aber... Ja. Interessante Gegner. Besiegen kann man sie trotzdem, okay. Okay, Elefanten-Luigi. Eigentlich wollte ich ihn ja in der Seifenblasenform sehen, aber die habe ich jetzt verloren. Oh! Das geht auch. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Also irgendwie war jetzt dieser Superstern verschwendet. Oh, eine Eule. Krass. So, hier unten ist aber noch ganz sicher eine Blume. Sie habe ich ja schon gesehen. Da ist nix. Ah, jetzt auch nicht das, was ich erwartet habe. Lustig. Oh nein, die sind auch manchmal schneller. Okay. Macht ja nichts. Wow. Ist hier was? Ja, so ein bisschen. Okay. Mir wird immer noch eine Blumenmünze, das macht mir ein bisschen Sorgen. Hm, da kommt der Schnee her. oh nein, ach Mann. Ach du Scheiße. Ich meine, hier drin kann es nicht schneien. Das ist gut. Glaube ich. Wo der oben kann schneien. Okay. Lustig. Das ist schon hilfreich. Oh, Luigi. Perfekt. Ah, wobei, also die Belohnung ist jetzt auch nicht so krass. Da ist der Wundersamen. Okay, der Schnee hört auf und wir schließen das Level ab oder wie ist das jetzt? Oh ja, müssen uns aber hier beeilen, weil sonst ist hier nichts mehr. Ja, krass. Also auch hier wieder ein cooler Effekt, der gut ja, zum Level gepasst hat, ne, mit dem Schnee. Und das Level ist auch komplett abgeschlossen. Dann haben wir jetzt hier noch einen ganz schwierigen Test-Klimmsprung. Okay. Den Klimmsprung beherrsche ich ja nicht sehr gut.
Abzeichentest. Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um nochmal hochzuspringen. Ja, wie das geht, weiß ich in der Theorie. Ja, die Wand ruft, ist klar. Ah, ich mag das nicht. Okay. Ach, Mist. Boah, das war gut. Hier weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Okay. Okay. Oh mein Gott, war das gut. Überhaupt nicht gewollt und so, aber ist ja egal. Es ist alles so verwirrend. Aber es ist auch alles so gut. Das macht es ja noch schwieriger. Hä? Okay. Finde das schon heraus. Eigentlich ist es ja auch einfach. Man macht es so und dann hält man sich da oben. Genau. Sehr, sehr einfach. So, vielleicht hätte ich es auch... Ja. Es kommt schon auf die Richtung an. Habe ich jetzt auch verstanden. Yes! No! Yes! Ah. Ja, Luigi, das war doch tatsächlich erstaunlich. Gut. You did it. Mhm. So, dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Ja, können wir jetzt mal drin lassen. Ich bin da ja immer noch nicht so der große Freund von, aber ist okay. Suchtrupp, Rätsel der Versteckte. Der Verstecke. Ein Suchtrupp, das hatten wir auch noch nicht. Es gibt besondere Blöcke, die nur Luigi sehen kann. Okay, aber das ist ja für jeden so, oder? Suchtrupp. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie nicht allein finden kannst, suche sie mit Freunden. Das ist tatsächlich etwas, das man mit anderen machen sollte, ne? Weil hier tauchen diese Blöcke auf. Also umso mehr Charaktere man hat, umso einfacher wird das anscheinend. Kann man da hoch? Ah, nee. Bisschen Angst. Hier ist es für Luigi. Perfekt. Hätte ich es jetzt anders nicht kriegen können? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich verstehe auch das da nicht, dass es da runter geht. Also da hinten ist halt noch einer. Und wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt mal hier runter. Okay. Gut. War der vierte. Wo komme ich jetzt raus? Ich denke, das kann man auch alleine schaffen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es eher mit anderen zusammen machen sollte. Und dass es dann einfacher ist. Andererseits. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch hingehen soll. Bleiben die jetzt gespeichert oder wie ist das? Weil wenn ich jetzt mit einem anderen da hingehe, nehmen wir mal Toadette. Aber das wäre... Also es wäre dann noch okay, aber es wäre schon sehr, sehr schwierig. Ja, ob die jetzt gespeichert sind, weiß ich nicht.
Ne, bleiben nicht gespeichert. Okay. Da hätte ich noch reingehen können. Ja, aber dann kriegen wir die, glaube ich, alle hin. Also im Grunde fehlt mir ja nur noch einer. Ja, aber tatsächlich, das kriege ich jetzt ohne Luigi gar nicht. Hä? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich so gemacht haben, dass man das alleine nicht schaffen kann. Man kann ja auch online spielen, ne? Man braucht jetzt nicht irgendwie physische Freunde oder so. Aber wow, das stört mich ein bisschen, wenn ich aufnehmen möchte, weil dann kann ich ja nicht alles direkt machen. Oh. Ja, krass. Ja, dann werde ich das hier noch irgendwann anders machen müssen. Das überrascht mich doch jetzt sehr. Okay, machen wir das hier noch. Angriff der Spießeriche. Das klingt ja sehr sympathisch. Das sind die Vögel, die auch hier schon auf der Oberwelt rumfliegen. Und nach unten können die auch, alles klar. Alles klar, Kommentatorblume, alles klar. Oh, tut das hier sogar nicht verkehrt. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin soll. Da geht's nicht rein. Ah! Ah, nun One-Up, naja, egal. War das knapp. Ah. Ich bin so dumm. Okay. Keine Ranke, aber eine Blume, die mich hochträgt. Dann ist das wichtig. Ja, hallo. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also überleben, das ja. Und das hat auch gut geklappt, aber hätte auch schief gehen können. Nice. Ah, nur eine Feuerblume, schade. Okay, war auch nicht so krass. Ob ich da jetzt runter kann, weiß ich natürlich nicht. Das werde ich jetzt auch nicht ausprobieren. Dass wir das richtige Abzeichen hatten, um hier hochzukommen, auch wenn hier jetzt nicht wirklich was war. Das auch nichts. Moment. Okay. Also da oben ist auf jeden Fall etwas, was schon sehr verdächtig aussieht. Ah, es war ja eine Röhre da, deswegen wollte ich gucken, ob man da vielleicht irgendwie aus der Röhre rauskommen kann. Das war jetzt natürlich dumm, gebe ich zu. Ja, hätte ich nicht machen müssen.
sind immer die Sachen, die man vorher nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu bringen kann. Ich geh erstmal weiter. Vielleicht finde ich noch was, vielleicht auch nicht. Ja, Toll, dass er das sagt. Nehmen wir mal die Wohnung. Ach, Moment, jetzt geht's nach oben. Ah, jetzt können wir die Wände lang laufen. Das hat man schon im Trailer gesehen. Das ist super seltsam. Die Perspektive ist auch super seltsam. Ah! Nein, aua! Ich rette mich mal eben. Und sogar die Dinger laufen vor mir weg. Was soll das? Okay, hier ist keine Wand mehr. Kann ich natürlich auch nicht laufen. So, mit Zeit sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ja, den Wundersamen haben wir. Das ist schon mal gut. Falsch. Mach hier. Endlich eine Röhre, in die ich rein kann. Und so, aktiviere bitte den Powerblock und dann kommt da eine Münze runter, genau. Aha. Eine Mechanik, die ich gut kenne, weil sie schon sehr, sehr alt ist. Im ersten New Super Mario Bros. Gab sowas schon. Für den DS war das. Und was ist hier noch? Okay. Kleines Geheimnis, na gut. Dann ist auch dieses Level abgeschlossen. Und zwar auch komplett. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Es geht bald weiter, hier in dieser coolen, ja, was ist es, zweite, dritte Welt? Ich weiß es nicht genau. Das ist die vierte Welt, die wir betreten haben, wir waren auch schon in der Spezialwelt. Aber ja, ich freue mich drauf. Es geht jetzt in die Wolken, also es wird anders bestimmt. Aber es ist sowieso jedes Level komplett anders, deswegen heißt das nicht so viel. Und was den Suchtrupp angeht, da gucke ich mal, wie ich das mache. Da finde ich mal schon eine Lösung. Also Leute, bis dann, nur das Beste. Macht's gut.